Herzlich willkommen zur 8. Episode von Trading to Vidal. Die Serie ist lange nicht gekommen, da ich im Moment sehr unter Zeitstress stehe. Aber wenn wir heute wieder die 100 Daumen nach oben knacken, gibt es natürlich auch die 9. Episode demnächst auf meinem Channel. Und was ihr dann noch in der Videobeschreibung findet, ist der Link zu meinem Partner MMOGA. Dort könnt ihr euch wie immer PSN-Cards, Microsoft Points und FIFA Points kaufen und auch viele andere Spiele. Wenn ihr dort über meinen Link einkauft, unterstützt ihr mich, und mit dem Geld, das ich dadurch einnehme, kann ich natürlich auch dann zum Team of the Year noch mehr Packs öffnen und das Ganze eben wieder in meinen Channel investieren. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei Trading to Vidal. Wir starten direkt mit den ersten Einkäufen. Da haben wir uns einfach Rechtsverteidiger aus der Barclays Premier League geholt. Die können wir alle einfach für 100 Münzen mehr reinstellen. Das ist einfach ein ganz guter und solider Gewinn. Auf die Dauer macht man dann natürlich ein paar Coins. Und ja, genauso haben wir das gemacht. Dann haben wir uns noch einen Diekmeier geholt. Den können wir für ein bisschen mehr reinstellen. Dann wieder so einen Rechtsverteidiger aus der Barclays Premier League. Da müsst ihr einfach Rechtsverteidiger Barclays Premier League und 400 Coins bei Sofortkaufpreis eingeben und dann einfach filtern. Dann haben wir hier noch ein paar Spieler mit Anchor Chemistry Styles und auch mit Shadow Chemistry Styles. Die gehen natürlich auch für mehr weg, das ist doch klar. Hier können wir sehen, den Abate können wir sogar für 2800 verkaufen. Das sind 700 Münzen mehr, genauso ist es bei Zuniga. Und ja, dann schauen wir uns direkt die Verkäufe an. Hier haben wir einen Chemistry Style verkauft und dann eben auch diese Rechtsverteidiger. Natürlich nicht alle beim ersten Mal, aber hier haben wir dann auch schon weitere Spieler verkauft. Und zwar Zuniga, Evra und dann weitere Rechtsverteidiger und natürlich auch Chemistry Styles, die wir bei der letzten Episode noch eingekauft haben. Und hier haben wir dann auch schon die nächsten Einkäufe, wieder Spieler mit Anchor Chemistry Styles. Ja, die Methode funktioniert einfach immer noch richtig gut, einfach Spieler mit Anchor oder Shadow Chemistry Styles suchen. Das Ganze geht auch mit Hand, aber da ist es, finde ich, nicht so effektiv. Bei Verteidigern mit Shadow geht das einfach am besten oder eben mit Anchor. Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und dann schauen wir uns die Verkäufe an. Hier haben wir noch ein paar Rechtsverteidiger verkauft. Wieder Chemistry Styles, dann wieder einen Evra, einen Zuniga. Und einfach, ja, fast alle Spieler, die wir auch reingestellt haben. Hier könnt ihr das alles sehen. Die haben sich wirklich verkauft und da machen wir keinen schlechten Gewinn. Wir stehen gerade bei, glaube ich, ungefähr 40.000 Münzen. Ich kann das jetzt nicht so genau erkennen. Hier haben wir wieder einen Moreno geholt und dann sehen wir auch schon die nächsten Verkäufe. Wieder ein Diekmeier verkauft auf der rechten Außenverteidigerposition. Und eine Moreno und dann haben wir wieder neue Einkäufe. Ja, wie gesagt, ich kann euch wirklich nur empfehlen, kauft euch Verteidiger mit Anchor, er bietet die euch billig oder eben mit Shadow. Und dann stellt ihr sie einfach teurer rein, wartet dort ein bisschen. Ihr könnt sie natürlich auch überteuert verkaufen, aber das Risiko ist natürlich höher, dass sich die Spieler dann nicht verkaufen. Hier haben wir dann einen Schmelzer geholt. Wir stellen das Ganze einfach für 12 Stunden rein. Da verkaufen sich die Spieler natürlich eher, als wenn man sie für eine Stunde reinstellt. Und ja, die drei Rangels oder wie man die auch immer aussprechen will, haben sich verkauft. Schmelzer und Abate sind auch weggegangen. Und die nächsten Einkäufe haben wir dann hier auch am Start. Und die Spieler habe ich vergessen irgendwie reinzustellen, also euch das zu zeigen. Aber wir haben auf jeden Fall viele davon verkauft. Beziehungsweise ich habe Zuniga reingestellt zweimal. Beide haben sich verkauft und diese Objekte, die stelle ich jetzt eben noch rein. Wir haben einfach ein paar random Objekte günstig gekauft. Einfach ein paar Chemistry Styles günstig gekauft. Ein paar, eine Heilungskarte haben wir auch billig gekauft, dann Catalyst haben wir billig gekauft und dann haben wir eben noch ein paar Spieler mit dem Anchor Chemistry Style. Also die Methoden der heutigen Episode sind eigentlich nur Chemistry Styles günstig erbieten, günstig snipen sozusagen und sie dann einfach ein bisschen überteuert reinstellen. Es gibt immer wieder Leute, die Spieler dann wirklich auch einkaufen. Und ja, die andere Methode war, wie gesagt, Verteidiger mit Anchor oder Shadow kaufen oder günstig erbieten und sie dann ein bisschen teurer reinstellen. Und dann, ja, das waren eigentlich auch schon die Methoden, die wir heute sozusagen angewendet haben, beziehungsweise angewandt haben, wenn man das so sagt, ich denke aber schon. Und ja, diesen Bronze-BPL-Spieler da hinten, den haben wir dann auch einfach für 150, glaube ich, geholt. Den können wir auch einfach teurer reinstellen, also das geht auch immer noch richtig gut. Einfach Spieler aus der Barclays Premier League, Bronze-Spieler, günstig kaufen und sie dann, wie gesagt, teurer reinstellen. Die könnt ihr alle für 200 Münzen kaufen und sie für 300 bis 400 reinstellen. Kommt immer drauf an, was das für Spieler sind. Rare-Spieler gehen dann natürlich besser weg. Ja, die Shadow Chemistry Style Methode haben wir hier auch noch einmal angewandt und das ist eben der Spieler, den ich vorher angesprochen habe. Den könnt ihr für 200 Münzen kaufen und für 300 Münzen reinstellen. Das geht mit jedem Barclays Premier League Spieler, da müsst ihr einfach nur BPL Bronze eingeben und dann 200 Sofortkaufpreis. Und dann holt ihr euch einfach die Spieler, die halbwegs gute Werte haben und stellt sie dann teurer rein. Und ja, dann war es das auch schon wieder mit der heutigen Episode. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben riesig freuen. Bei 100 Likes gibt es auch schon die nächste Episode von Trading to Vidal. Und ja, dann verabschiede ich mich auch schon wieder, bedanke mich natürlich für fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars!